Ahoi Generäle und herzlich willkommen beim Generalkommando. Mein Name ist Luca und wir spielen The Witcher 3. Muss jetzt Folge 13 oder 12 sein. Und wenn ich mich nicht irre, wir sind relativ weit. Gut, wenn andere Streamer schon skeptisch haben, wir hängen ein bisschen hinterher. Ist auch gar nicht mal so schlimm. Und ja, mein OBS ist so ein bisschen am Abspasten, tut mir auch leid. Und der Loadscreen dauert schon irgendwie klang. Ja, ich bin im Hintergrund noch am Rendern. Kann sein, dass deswegen auch ein bisschen eventuell. Ich glaube, jetzt sind alle Löcher verstopft. Schön. Wird. Dann gibt es jetzt ein magisches Feuerwerk. Wenn ich den Duft aktiviere, haben wir einen Moment zum Reden. Das ist schön. Nun. So, jetzt hat es aktiviert. Nun. Jetzt warten wir, bis sie weghuschen. Interessante Methode. Ich hatte nie viel Glück mit Ratten. Einmal habe ich in totaler Finsternis eine mit der Gabel erwischt, wollte mit meinen Hexersinnen angeben. Meisterlicher Wurf. Leider hat ihn sonst niemand gesehen. Wie auch im Dunkeln. Also, was denkst du? Rattenfängerin? Ein tiefer Fall für die Beraterin des temerischen Königs. Ich bin nur froh, dich gesund und munter zu sehen und... Versöhnlich? Versöhnlich bist du das oder tust du ja so? Das sind Spannungen aufbauen. Ich kannte mal einen, der auf alles mit Spott reagierte, besonders auf Unglück. Gesunde Einstellung. Muss alt geworden sein. Eines Tages verlor er im Kampf beide Beine. Er zuckte mit den Schultern und sagte, dass sie ihn nie mehr schmerzen würden. Ich verstehe ihn sehr gut. Ich weiß, aber er hat sich in die Tasche gelogen. Ich glaube, er hatte einfach keine Wahl. Du magst recht haben. Das weiß wohl nur er. Nur wir selbst kennen die Wahrheit über uns. Das ist schon eine gute Aussicht. Und manchmal teilen wir sie mit uns. Ist was gemeint, das? Auch wenn sie eine bittere Pille ist? Auch dann. Ja, auch dann. Wer weiß. Da hast du recht. Vielleicht und irgendwann. Wir hören ja die ganze Zeit im Hintergrund so ein Rauschen. Wie geht es, Yen? Woher weißt du, dass ich sie gefunden habe? Du hast meine Frage nicht beantwortet. Wie geht's, Yen? Nicht schlecht. Willst du was Bestimmtes wissen? Nein. Ich habe die Antwort schon bekommen. Wie steht auf uns? 3 €. Gut, ich meine, schlecht sieht sie definitiv nicht aus. Besser als Jene, meiner Meinung. Und die trappten so weg. Sieh an. Unsere Turteltauben schwatzen lieber als zu arbeiten. Die Arbeit ist getan. Geralt, das sind... Ich weiß, wer die sind, Triss. Freunde von mir, die mich gebeten haben, sie zu informieren, wenn ich einen Magier treffe oder eine Zauberin oder so. Hab's nicht übers Herz gebracht, sie zu enttäuschen. Eine Falle, Geralt. Das hat mir gleich nicht gefallen. Wenn die Typen hier sind, um uns beim Rattenfangen zu helfen, sind sie zu spät. Du hast bezahlt und gekriegt, was du verlangt hast. In diesem Kornspeicher gibt es keinen Rattenschwanz mehr. Ich habe bezahlt, weil ich wusste, dass ich mein Geld zurückkriege. So ist das Leben für Zauberinnen in Novigrad heutzutage. Das sehe ich. Mein Vorschlag. Wenn die Jäger gekommen sind, können sie auch wieder gehen. Das tun sie aber nicht. Gut, wir haben es besprochen. Tut, was ihr nicht lassen könnt, aber denkt dran, ich muss mich euch entgegenstellen. Jetzt reicht's mir aber mit dem Pisser. Mir auch. Sorgt dafür, dass die beiden hier ja nicht lebend rauskommen. Ich bring dich um! Guck. Auf ihn! Von beiden Seiten! Nur so ein leichtes Problem, dass unser eines beim Knie schon ganz stark runterbekommen hat. Und jetzt hier der letzte. Mal Knie drauf. Knie.
Mist. Letzten Spielstand nochmal laden. Ich habe hier noch ein schönes Energy Drink rumstehen. Mal schauen, ob ich das noch öffne. Ist das mit den drei Strichen. Wollen wir hier nicht vorgeworfen bekommen, irgendeine Firma wird uns sponsern. Obwohl, es wäre eigentlich gar nicht mal so falsch. Wenn man so eine Palette Energy Drinks pro Monat bekommt, kostenlos. Du kannst deine Tränke ja gut zum Bestandswaffen oder Ausrüstungsgegenstände herstellen willst, benötigst du einen Handwerker. Immer und die erforderlichen Materialien. Bring alles zu einem Handwerker. Oh, wir haben es fertig. Gut. So, direkt ich mich. Ne, Rattenfänger hinter uns. Ich hab das Ziel nicht aufgeladen, hat den wir jetzt rein. Und jetzt noch eine. Sein Bauteil hat mich angeheuert. In der Annahme, dass er nicht zahlen muss. Fuck, wir sind überlastet. Reingelegt wie ein Kind. Wärst du nicht gewesen. Wir müssen Brandon finden. So, und jetzt sind wir überlastet. Jetzt müssen wir mal kurz ausfahren. Unser Schwert ist immer noch besser als den hier. Bei auf die Schaden kann man auf oder auf den Schaden kann man auch verzichten. Ja, das ist besser. Ja, wir sind überlastet. Wie ich schon dreimal gesagt habe, glaube ich. Müssen wir jetzt mal zum Schmied gehen und ein bisschen verkaufen. Dialog mit dem Kaufmann. Würde ich gerade mal schätzen. Töte mich nicht! Guter Herr, bitte! Sie haben mich gezwungen! Sie hätten mir das Haus niedergebrannt oder das Warenlager, wenn ich es Ihnen nicht gesagt hätte. Hexenjäger kennen keine Gnade. Verschone mich, guter Mann! Sei nicht wie diese Mörder! Halt den Mund! Ich sollte dich töten. Aber tot nützt du nur den Möwen was. Also bleibst du am Leben und bezahlst uns doppelt. Sofort. Gut, euer Geld. Und jetzt zisch ab. Danke, Geralt. Du solltest dir einen besseren Umgang suchen. Er war immer noch besser als manch ein Magier. Weißt du, ich habe nachgedacht, wer was über Ciri wissen könnte. Mir ist was eingefallen. Eine Traumdeuterin namens Corinne Tilly ist in der Stadt. Angeblich sehr fähig. Eigentlich habe ich den Fähigkeiten von Träumern nie getraut. Corinne macht gute Arbeit. Du solltest es zumindest versuchen. Sie hat in der Nähe einen Auftrag angenommen. Folge dem Kanal, weg vom Fischmarkt. Das Haus ist bei der ersten Brücke. Es gehört einem reichen Bankier namens de Jong her. Kommst du nicht mit? Ich muss mich um andere Dinge kümmern. Noch ein rattenverseuchtes Warenlager? Nicht ganz. Viel weniger befriedigend. Aber so sind die Zeiten. Bleibt nur noch ein bisschen. Dich wiederzusehen. Fand ich auch, Geralt. Du solltest jetzt gehen, bevor Corinne wieder irgendwo untertaucht. Und wenn ich dich wiedersehen will? Ich wohne in den Scherben, in der Nähe des Fischmarktes. Komm mal vorbei. Würde mich freuen. Alles klar. Bis dann. Jo. Aber wir müssen jetzt erstmal hier zum Schmied.
bisschen Waffen und so verkaufen. Da hinten haben wir einen. Aber wir können jetzt nämlich nicht sprinten. Soll ich dir was schärfen oder umschmieden? Zeig mir, was du anzubieten hast. Was hast du im Angebot? Ball kann man nochmal drin lassen. Auch den normalen Sattel und hier so ein Schlagknüppel. Gib zurück Handwerk. Und da lassen wir jetzt unser Dings, was haben wir denn? Schwert reparieren. Wenn mir jetzt irgendein Schwert Zutaten fehlen. Eisenbarren fehlen uns für unser eigenes Schwert. Gehen wir gerade mal auf Handwerk. Hier Eisenbarren, 2 Stück. Können wir uns mal kaufen. 2. Gehen wir mal auf. Handwerk gehen und hier runter und jetzt können wir unser Dorisch Silberschwert herstellen. Was jetzt nicht was bringt. Ja, ist eigentlich auch ganz gut. Ich möchte, dass du mir etwas... Tun wir das Ganze mal. Silberschwert. Wird es benötigt, Stufe 12. Deswegen lassen wir nochmal die Hände davon, wir können uns das ja später noch holen. Bis dann. Jetzt sind wir mal wieder ein bisschen leichter. Das ist nämlich gut, dass wir leichter sind, jetzt können wir wieder rennen. Also wir können auch mal Plätze herholen. Ja, der neue Sattel uns betrachten. Können wir nochmal per I schauen, ob das der verbesserte Sattel ist? Ja. Jetzt drauf und jetzt haben wir ein bisschen mehr Ausdauer. Laufplätze! Will ich aber nochmal mir ein bisschen die Stadt anschauen. Das haben wir ja noch nicht gemacht. Gehen wir mal hier zu diesem Händler, wo ich mir den Waypoint gesetzt habe. Beweg dich! Am Brücke, wo bist du? Da. Gut. Hey du, hast du Stierreich gesehen? Und auf geht's jetzt hoch, weil anders kommen wir ja gar nicht hin. Ja, nee, hier können wir auch über. Ja, schön den Greifenkopf, der daneben hängt, so cool. Halt. Wenn du mir einen aufs Wallhaus haust, steht noch einer.
Bruder nicht da rum, ne? Schau mal hier drüben. Leider in die falsche Richtung. Und nein, ich gehe nicht weg. Lauf, Plätze! Rennt mit diesem verpisterten Gesicht durch die Gegend. Die gute Frau hat gerade einen Orgasmus bekommen, oder warum schreit die Ohr? Haben wir irgendeinen Händler? Also, ich hab die Reparatur geschafft. Ich hab gemeint, ich hätte die falsche Adresse. Eine Abscheulichkeit! Schäber! Ich rede da nicht haben, ihr braucht dich. Tritt ein und wetthelfen muss noch. Warum ist denn da ein Ausrufezeichen? Können wir doch irgendwie klären. Ordnung muss sein! Was machst du da eigentlich? Nein, hat gemeint, ich hätte die falsche Adresse. Er würde jetzt Töne verkaufen. Dann wir den Hattori. Mein guter Freund. Was hast du im Angebot? Redanische Knödel. Spezialität des Hauses. Sehr zu empfehlen. Donnerwetter. Ein Fatgan in meinem Hause. Kann doch nicht sein. Woher weißt du, dass ich ein Hexer bin? Machst du Witze? Warum hättest du sonst dein Silberschwert? Das ist aus Mahakam, nicht? Etwa 40 Zoll lang. 40,5. Beeindruckend. Du bist offensichtlich vom Fach. Ich bin Aper Hattori, früherer Meisterschwertschmied, heute Meister Knödelkoch. Geralt, so tief gesunken. Ist mir eine Freude, Geralt. Wie kann ich dir helfen? Möchtest du einen Knödel versuchen? Ich suche einen guten Schwertschmied. Kennst du einen? Drei Schwerter auf dem Rücken? Ist das nicht etwas reichlich? Netter Scherz. Im Ernst, schmiedest du noch Schwerter? Selten. Ich mache jetzt den Knödel. Muss von irgendwas leben. Aber ich vermisse Hammer und Amboss und Blasebalg. Wenn dieser verwünschte Van Horn nicht wäre. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich werde einen Hexer nicht mit Knödeln langweilen. Komm, ich zeig dir was. Da kam schon ein Schwert. Umfangreiche Sammlung. Erstklassig obendrein. Danke. Die habe ich als Andenken behalten. Verdammt schade, dass du keine mehr schmiedest. Ich würde meines gerne durch diesen Stahltyp ersetzen. Jemand mit deinen Fähigkeiten, wieso zum Henker knetest du Knödelteig? Es mag dich überraschen, aber Knödel werfen mehr ab. Sie sind auch viel sicherer. Keine Händler, die verschwinden oder als Krüppel enden. Verstehe. Da kontrolliert wohl jemand Novigrads Schmiedemarkt. Offiziell nicht, aber der ganze Nachschub geht durch Ernst van Horns Hände. Der oft genug Karten mit Hacker spielt, heißt es. Hast du versucht zu verhandeln? Mit van Horn? Du scherzt wohl. Das ist ein herzloser Bastard. Spiel nach seinen Regeln und bezahl ihn, oder verschwinde aus dem Geschäft. Verstehe. Ich will mich nicht beschweren. Knödel haben sich als wunderbare Einkommensquelle erwiesen. Es ist nur... Tja. Du vermisst die Hitze des Schmiedefeuers. Hast du versucht, deine Rohstoffe woanders zu bekommen? Diese Unterwelt-Halunken kontrollieren alle Quellen. Wie soll ich mit denen reden? Würdest du mir helfen? Wollen wir denen jetzt helfen? Ich soll dir bei der Rohstoffbeschaffung helfen? Wie denn? Begleite mich zu einem Treffen. Als Leibwächter. Das steigert mein Selbstvertrauen. Um ehrlich zu sein, vor kurzem habe ich versucht, Eisenlieferungen mit einem Mann vom Bettlerkönig auszuhandeln. Ja, der König würde kein Embargo dulden, das Hacker verhängt hat. Er hat einen unverschämten Anteil des Profits verlangt. Ich dachte, du könntest mir beim Nachverhandeln helfen. Nicht umsonst. Bestimmt können wir uns auf eine Summe einigen.
Darf ich mir auch was aus deiner Sammlung aussuchen? Vergiss den Schrott. Ich schmiede dir ein Schwert, mit dem du Götter töten kannst. Ich weiß nicht, ob ich was mit den Unterweltlern zu tun haben will. Ich brauche dringend deine Hilfe. Van Horn müsste eigentlich Van Hurensohn heißen. Oh ja, müsste er. Er braucht eine Lektion. Ich wäre dir für immer dankbar. Plattenrüstung? Sie ist dein. Lieber ein Katapult oder Tribok? Gut. Vereinbare ein Treffen. Wunderbar. Treffen wir uns beim Kran an den Docks, wenn es dunkel ist. Und das ist jetzt eine neue Quest. Die ignorieren wir jetzt aber mal. Komm. Dann war es das auch für diese Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Daumen hoch, abonnieren. Und nicht vergessen, teilt die Videos. Und dem Typ können wir eventuell noch eine auf die Nuss geben. Ciao.